Das künstliche Hüftgelenk ist nicht weniger als die beste aller denkbaren Operationen. 97% aller Operierten geben hinterher an, dass sie sich jederzeit wieder operieren lassen würden. Das muss einen Grund haben. Dieser Grund ist die enorme Schmerzbefreiung, die ein künstliches Hüftgelenk bewirken kann. Wo die Schmerzen bei einer Arthrose herkommen und warum das künstliche Hüftgelenk geeignet ist, diese Schmerzen dauerhaft abzustellen, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Das Hüftgelenk ist unser Dreh- und Angelpunkt. Es verbindet unser Lauforgan mit dem Rest des Körpers. Das entscheidende Funktionsgewebe ist der spiegelglatte Knorpel. Bei Arthrose liegen immer Knorpelschäden vor. Es kommt zur Entzündung, Schmerzen und zur Bewegungseinschränkung. Von außen wird dies erkennbar durch das Hinken des betroffenen Patienten. Moderne Kunstgelenke ersetzen den Knorpel. Sie können komplexe dreidimensionale Bewegungen wie hier beim Golf mitmachen. Durch ihre Abriebfestigkeit sind sie auch für Dauerbelastungen wie hier beim Joggen geeignet. Wenn Sie mit dem Gedanken einer Operation spielen, wollen Sie von mir wissen, was kommt auf mich zu. Und da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Wir können heute unsere Endoprothesen minimalinvasiv operieren. Das heißt, neben kleinen Hautschnitten wird vor allen Dingen unter der Haut die Muskulatur geschont. Wir haben heute Implantate zur Verfügung, wie dieses Gelenk, was ich Ihnen gleich im OP einmal zeigen werde. Das ist eine Keramik-Großkopfprothese, die ist praktisch ausrenksicher. Und durch die keramische Gleitpaarung weist sie ein so niedriges Verschleißverhalten auf, dass wir unseren Patienten damit auch sportliche Betätigung erlauben. Kommen Sie einmal mit mir mit in den OP und sehen Sie sich das an. Wir zeigen Ihnen die minimalinvasive Operation eines künstlichen Hüftgelenkes von der Vorderseite aus. Der Patient liegt auf einem speziellen Operationstisch, bei dem das Bein nach hinten abgeklappt werden kann. Der Hautschnitt ist bei einer minimalinvasiven Operation unter 12 cm. Entscheidender jedoch als der Hautschnitt ist das, was mit der Muskulatur unter der Oberfläche passiert. Die Muskulatur wird mit den Fingern stumpf auseinandergedrängt und in derselben Richtung wie die Finger arbeiten, werden spezialisierte Hebel eingesetzt, die den Schenkelhals umfahren. So kann die Ablösung von Muskulatur vollständig vermieden werden. Das Einzige, was an der Hüfte geschnitten wird, ist der Schenkelhals. Wir verwenden hier eine Präzisionssäge, eine sogenannte oszillierende Säge. Durch Veränderung der Beinlage kommt man an die Schnittfläche und der Hüftkopf wird entfernt. Der Knorpel aus der Pfanne wird ebenfalls ausgefräst. Wir verwenden hier sogenannte Raffelfräsen. Eingesetzt wird in diesem Fall eine Pressfit-Pfanne mit einer Keramikgleitbarung, die fest verblockt ist. Diese wird über einen ebenfalls gewinkelten Einschläger in das Becken eingepresst. Es folgt der entscheidende Schritt der Operation. Durch geeignete Lagerung des Beins, aber auch durch die speziellen abgewinkelten Hebel, wird die Schnittfläche des Oberschenkels in das Blickfeld des Operateurs bewegt. Die Markhöhle des Oberschenkels wird eröffnet und der Eingang der Markhöhle mit einer speziellen rechteckigen Raspel präpariert. Wir verwenden für diesen Patienten einen speziellen rechteckig profilierten Kurzschaft, der sich durch sein Profil ideal im Knochenrohr des Oberschenkels festklemmt. Es folgt der Zusammenbau des Gelenkes, in dem ein Hüftkopf aus Keramik aufgesetzt und aufgepresst wird. Mit demselben Instrument und durch Bewegung des Beins wird das Hüftgelenk eingerenkt. Dadurch, dass
die Muskulatur des Hüftgelenkes nicht abgelöst wurde. Und durch den großen Kopfdurchmesser ist das Gelenk in allen Positionen ausrenksicher. Die darüberliegende Muskulatur verschließt sich über dem operierten Gelenk wie von selbst. Vernäht werden müssen lediglich die Körperfaszie und die Haut. Die Operation ist damit beendet. Ob Sie selbst ein Kandidat für ein künstliches Hüftgelenk sein können oder wollen, hängt einzig und alleine von Ihnen ab, wie weit Ihre Lebensqualität durch den Hüftschmerz bereits beeinträchtigt ist.